man weiß es, aber ja, man geht trotzdem irgendwie noch weiter einkaufen. Ich bin Desiree. Hartmut. Martina. Raffat. Würdest du sagen, Mode ist ein Hobby von dir? Ja. Ja, ich kaufe gerne Klamotten. Ja, 150 Euro würde ich, denke ich, gebe ich wohl im Monat aus. Pro Monat 200. Wie viele neue Teile kauft der Durchschnittsdeutsche im Jahr? 30. 15, sag ich mal. Das sind 60 Teile. Oh, das ist auch viel. Was glaubst du, bis zu wie viel Liter Wasser braucht man, um ein buntes Baumwoll-T-Shirt herzustellen? 80, 100. 200. 500 Liter. Insgesamt für den ganzen Prozess braucht man 15.000 Liter. Oh Gott. Für ein einziges? Ach du Scheiße. Ja, okay. Was glaubst du, wie viel Prozent unserer Klamotten werden aus Plastik hergestellt? 25. Leider eine ganze Menge. 15%? 70%. Echt? Wo kommt denn das ganze Plastik her? Bis zu wie viel Kilometer hat ein T-Shirt bereits zurückgelegt, bis es zu uns kommt? Wie weit ist es bis China? Keine Ahnung, 1500 Kilometer, sag ich mal. Das sind bestimmt 1000, aber ich kann es nicht sagen. Das sind bis zu 20.000 Kilometer. So viel hätte ich nicht gedacht, ja. Mein Gott. Das ist ja die halbe Welt. Wie viel verdient eine Näherin an einem T-Shirt, das bei uns 25 Euro kostet? 5 Euro? 1 Euro vielleicht? 50 Cent? Vielleicht 1 Euro. Das sind 18 Cent. Ja. Jetzt nochmal die Zahlen zu hören, wie hoch das wirklich ist. Ich habe ja oft drunter geschätzt. Ja, das macht halt nachdenklich. Ich würde dich jetzt bitten, einmal auf Play zu drücken. Kopieren. Dieser Trümmerhaufen war mal ein 8-stöckiges Gebäude mit mehreren Textilfabriken, das Rana Plaza, ein Billigbau. Der Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch mit mehr als 1.100 Toten. Helft mir, ich flehe euch an. Ich möchte leben. Es ist so schmerzhaft hier. Ich habe 2 Kinder. Bitte holt mich hier raus. Mehr als 1.100 Menschen sterben. Doppelt so viele werden verletzt. Immer wieder werden Bangladeschs Textilfabriken zu tödlichen Fallen für die Näherinnen und Näher. Doch diese Katastrophe ist beispiellos. In Bangladesch sind bei einem Feuer in einer Textilfabrik mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 200 erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Die Helfer bergen viele Leichen aus der ausgebrannten Fabrik. Und draußen warten die Familien der Opfer. Man weiß es, aber ja, man geht trotzdem irgendwie noch weiter einkaufen. Die Leute werden immer ausgebeutet, weil es ein Niedriglohnland ist und sie auch für noch wenig Geld oder noch weniger Geld arbeiten. Familien haben nichts zu essen. Für einen Hungerlohn. Dafür würde bei uns keiner arbeiten. Das verstehe ich nicht. Also ich finde es sehr ungerecht. Ja, es ist dramatisch, ne? Ich meine, das muss sich ändern. Also auch so auf Bergen von Klamotten zu sitzen, die man nicht alle gleichzeitig tragen kann, ist im Grunde unnötig. Weniger kaufen, dafür eine höhere Qualität. Das hält auch länger. Wenn man ein Loch in der Jeans ist, kann man das auch wieder reparieren und nicht wegschmeißen. Ich trage auch meine Sachen ziemlich auf. Also meine Hemden werden recycelt, weil sie dann bei der Fahrradreparatur oder im Garten getragen werden und als letztes dienen sie noch als Wischlappen fürs Fahrrad. Es gibt manchmal so Flohmärkte oder wo man so Sachen tauschen kann. Das denke ich, das ist eine Lösung. Die Sachen wieder weiterzuverkaufen, nicht einmal wegzuschmeißen. Meistens verschenke ich sie. Achtet darauf, von wo ihr die Kleidung kauft. Da könnte man, denke ich mal, ansetzen, dass man sagt, dass man faire Mode kauft. Also ich merke es ja bei mir selber, mit weniger bin ich eigentlich glücklicher, weil ich sonst mich so überhäuft fühle. Und man weiß, die Sachen nicht mehr so wertzuschätzen und das ist ziemlich schade.